bedeutet. Und genau deswegen sind wir hier auf der Straße, um für unsere und für ihre digitale Privatsphäre zu kämpfen, für die Freiheit im Netz. Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Und noch einmal für all die Bürger hier auf was ist das überhaupt hier? Eigentlich würde man jetzt sagen, das hier ist der Lorenzer Platz, das hier ist die Königsstraße vor der Lorenzkirche. Genau, auf dieser wundervollen, denkwürdigen Königsstraße vor der Lorenzkirche wollen wir Ihnen auch erzählen, warum wir hier unterwegs sind. Wir sind unterwegs für die digitale Privatsphäre. Der Deutsche Bundestag hat die Bestandsdatenauskunft verabschiedet. Jeder von Ihnen benutzt heutzutage E-Mail und Social Networks. Und Sie sind froh darüber, dass Sie diesen digitalen Privatsphärenraum haben, in dem Sie intimste Dinge mit Ihren Freunden, Verwandten und Bekannten teilen können. Können Sie sich vorstellen, dass die Polizei, das Geheimdienst, darauf Zugriff hat? Nein, genau das erlaubt die Bestandsdatenauskunft. Und aus diesem Grunde sind wir hier für unsere und für Ihre digitale Privatsphäre. Wir sind hier! Wir sind laut! Aber jetzt nochmal Endspurt, Kinders. Wir sind hier! Wir sind laut! 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 Und zu aller guter Letzt, bevor wir jetzt zum Endteil kommen, bin ich sicher, dann der Dominik moderieren wird. Wir haben jetzt ganz viel über die Polizei gesagt, dass die Polizei Zugriff auf unsere privaten Daten bekommt. Die Herrschaften der Polizei, die hier anwesend sind, sind davon mindestens genauso betroffen wie wir. Denn auch diese Polizeibeamten haben Facebook-Accounts und wollen ihre Privatsphäre. Insofern möchte ich einmal den Polizisten hier danken, dass sie wie immer diese Demonstration mit uns gemeinsam sehr, sehr gut versorgt haben und diese Kritik an der Polizei und den Geheimdiensten in erster Linie sehen, in der Kritik an diesem Gesetz, was es eben ermöglicht, Geheimdiensten und Polizeiorganen genau in diese Daten einzubrechen. Deswegen vielen Dank an die Polizei hier, vielen Dank an euch alle, die gekommen sind. Wir werden schaffen, gemeinsam gegen die Bestandsdatenauskunft, denn in 25 Städten in ganz Deutschland demonstrieren genauso viel, mindestens wenn nicht mehr Menschen und kämpfen gegen die Bestandsdatenauskunft. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir diesen Protest weiterfahren, dann werden wir es auch schaffen, dass diese Bestandsdatenauskunft nicht durch den Bundesrat geht. Deshalb noch einmal ganz laut zusammen, wir sind hier, wir sind laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Dankeschön! Nein. So, wir machen jetzt noch eine halbe Stunde, in der wir, das machen wir meistens so, ein Open Mic veranstalten. Das heißt, ihr liebe Menschen seid dazu aufgerufen, euch vor dieses Mikrofon zu stellen und uns allen zu sagen, warum ihr die Bestandsdatenauskunft scheiße findet. Moderieren wird das Ganze der Moritz, weil der nämlich super moderieren kann und ich dann die Klappe halten kann. Danke. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen interaktiver das Ganze gestalten und nicht nur frontal von oben herab, das ist nicht unser Prinzip und zumindest ein Schritt in diese Richtung ist, hier mehr Leute zu beteiligen. Diese Demo ist von uns allen gemeinsam und ihr sollt auch mitmachen. Und was empört euch an der Bestandsdatenauskunft? Kommt einfach vor, hier hoch direkt, das ist kein Problem und sagt, was euch empört. Wenn euch
was an der Bestandsdatenauskunft empört. Traut euch ruhig. Wir haben das bei den ACTA-Demos auch immer gemacht und war immer sehr interessant, was die Leute zusätzlich noch sagen. In Kurzfassung. Los, auf geht's. Traut sich ein ganz unbekannter Netzaktivist und Pirat, Andi. Jo. Ja, ich bin anonym. Nein? ausnahmsweise mal ganz unanonym. Ihr seht, ich bin jetzt ein bisschen heiser vom Brüllen. Ich hoffe, euch geht das ähnlich. Wer nicht heiser ist, hat nicht laut genug gebrüllt, ja? Ich möchte mal was ganz Grundsätzliches über die Bestandsdatenauskunft sagen, beziehungsweise eigentlich über all die Überwachungsgesetze, die uns in den letzten Jahren so getroffen haben. Wer von euch erinnert sich noch an die Vorratsdatenspeicherung? Alle noch, ja? Die gibt es übrigens immer noch. Also da gibt es diese EU-Richtlinie und da wird es demnächst auch ein entsprechendes Verfahren geben. Was mich an diesen Maßnahmen so richtig wurmt, ist, dass wir einen Paradigmenwechsel bekommen haben von einem Rechtsstaat, in dem wir alle unbescholtene Bürger sind, zu einem Präventionsstaat, in dem wir alle potenzielle Verbrecher sind. Also früher hätte man gesagt, wenn irgendwo ein Verbrechen stattfindet, dann kommt die Polizei und die ermittelt. Die sammelt die Spuren, die dann da sind und versucht damit den Täter zu ermitteln. Klappt nicht immer, aber manchmal. Letztens hat im Badischen Landtag unser lieber Innenminister Joachim Herrmann, oder wie ich ihn gerne nenne, Cyber Joachim, der hat gesagt, am digitalen Tatort hilft kein digitales, gibt's kein Fingerabdruckpulver. Ich finde dieses Beispiel sehr gut. Joachim Herrmann ist der Meinung, dass wir quasi jetzt, wo es keine analogen Spuren mehr gibt, müssten wir quasi digitale Spuren per Staat, per Gesetz erstellen. Also wir gehen weg von der Idee, dass die Spuren, die der Täter von selbst hinterlässt, dass die gesammelt werden, dahin, dass der Staat dafür sorgt, dass der Täter gefälligst Spuren zu hinterlassen hat. Das ist, nun ja, ich würde sagen, George Orwell hätte sich das nicht ausdenken können. Ja? Um das klar zu machen. Jeder von uns hinterlässt Spuren. Und es ist okay, dass diese Spuren auch in Strafverfahren benutzt werden. Aber es ist nicht okay, dass wir uns alle überwachen lassen müssen, nur weil wir eventuell in der Zukunft mal ein Verbrechen begehen. Wenn wir heute zustimmen, dass solche Gesetze wie die Bestandsdatenauskunft, dass diese Gesetze durchkommen, dann werden wir in 10 Jahren alle mit RFID-Chips unter der Haut rumlaufen, weil wir könnten ja auch mal in der realen Welt ein Verbrechen begehen. Ich habe gehört, auch das ist schon mal vorgekommen. Also, tut mir den Gefallen, geht jetzt nicht nach Hause und sagt, jetzt haben wir demonstriert, das ist alles in Ordnung. Dieser Kampf, wir kämpfen den schon sehr lange und wir müssen ihn noch sehr lange weiterkämpfen. Heute ist nur eine Schlacht. Heute haben wir gewonnen, weil heute waren wir die Einzigen, die da sind. Der Gegner ist nicht aufgetaucht, aber der Gegner kommt wieder, kämpft weiter, kämpft mit uns für Freiheit statt Angst. Ich bin Andi und ich bin Pirat. Danke. Danke für deinen Beitrag. Super, Andi. Gibt es noch einen weiteren, der, ja, kommt einfach hoch. Stellt euch einfach hier direkt an, dann ist die Reihenfolge auch fair. Und kommt auch einfach weiterhin hoch, habt den Mut. Wir machen hier Kurzbeiträge, 2 Minuten pro Person. Jeder soll seine Meinung sagen, warum ihn die Bestandsdatenauskunft oder sie die Bestandsdatenauskunft empört. Und hier der nächste Beitrag. Dankeschön. Hallo. Ich möchte erstmal eins sagen, das ist meine zweite Demo hier. Es sind wirklich viele Leute da und es ist wirklich sehr schön, dass sich wirklich Leute dafür einsetzen. Was ich jetzt sagen will ist, es ist natürlich gut, dass die Polizei Daten sammelt oder wirklich in Daten reinguckt, damit potenzielle Täter geschnappt werden. Es ist aber nicht okay, dass jeder in euer digitales Tagebuch reingeht und wirklich eure privaten Daten ausschnüffelt, die nichts mit so einer Tat zu tun hätten. Danke. Völlig richtig. Danke dir für den Beitrag. Kommt weiterhin hierher einfach hoch und beteiligt euch, sagt eure Meinung kurz hier in die Öffentlichkeit. Dazu ist eine Demokratie da und wir haben die Chance, glücklicherweise hier Demonstrationen veranstalten zu dürfen, ohne
Repression befürchten zu müssen hier im Moment zumindest. Und es soll auch so bleiben. Also der nächste Beitrag. Hallo, Alexander Klimov mein Name und ich wollte es ganz kurz machen. Zwei Sachen. Die Bestandsauskunft, wie bereits häufigst erwähnt, dass die Behörden halt rein können in E-Mail, in intimste private Sachen etc. bb. Bei Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel Falschparken, zu schnell fahren, was weiß ich, ja. Das heißt, die kleinen Fische, die Kleinstfische, die werden da verfolgt und was mir persönlich auf den Senkel geht, im gleichen Atemzug solche Leute wie NSU, Chape, Mondlos, auch in Amerika zum Beispiel, Osama Bin Laden, dürfte jeder kennen, die, ja, da wird mehr oder weniger ein Auge zugedrückt, ja, oder zumindest laut Verschwörungstheorien, also finde ich jetzt persönlich nicht koscher, sagen wir mal so. Und was ich auch scheiße finde, eigentlich, Moritz, wie viele Abgeordnete waren bei dieser Abstimmung dabei, wo das durchgewunken wurde, dieses Gesetz nochmal? Ich glaube, 40 Abgeordnete waren ungefähr anwesend. Von 600. Ja, von 600. Ja, und was ich sehr schade finde, die Parteien, Grüne und Linke zum Beispiel, die eigentlich dagegen sind, die schlafen genau bei solchen Gesetzen. Ja, komm, ist schon spät, ja, muss ich doch nicht extra in den Bundestag und so. Die müssen in den Bundestag, das ist ihre Arbeit. Ja, wenn die in ihr Partei- oder Wahlprogramm schreiben, ja, die schützen unsere Rechte, dann sollte ihre Aufgabe wenigstens gescheit machen und nicht, ja, was wir hier gesehen haben. Ja, in einer Minute durchgewunken, zack, Überwachung statt. Vielen Dank. Danke für deinen Meinungsbeitrag. Kommt einfach hoch, sagt, warum euch die Bestandsdatenauskunft empört oder warum ihr es nicht gerne haben würdet, dass Polizei oder Verfassungsschutz bei einer Ordnungswidrigkeit in euren privaten E-Mail-Account, Facebook-Account oder sonstigen Account eindringen soll. Ich muss fairerweise zu dem Beitrag vorher sagen, Grüne und Linke haben dagegen gestimmt im Bundestag, SPD, Union und FDP haben dafür gestimmt. Das ist super, dass Grüne und Linke für ein Internet für die Menschen mit Menschenrechten kämpfen, aber sie demonstrieren jetzt nicht mit. Das ist richtig, weil das Thema zu wenig Leute kennen und deswegen müssen wir vor allen Dingen Leute informieren. Deswegen sind wir auch hier. Und wir haben schon einen nächsten Beitrag und den lasse ich jetzt mal ans Wort. Ausziehen! Ausziehen! Aus! Wenn du mitmachst. Privatpferde! Hallo! Mein Name ist Bim und ich bin Pirat. Wir Piraten sind ja die mit den Rechnern. Und deswegen werden wir von vielen in der Bevölkerung etwas schräg angeschaut, weil wir in einer eigenen Welt leben. Wir überschätzen sicherlich manchmal die Bedeutung einiger Medien, wie beispielsweise Twitter. Aber was wir nicht tun, das ist, dass wir verkennen, was hier eigentlich gerade passiert. Und der Grund dafür, der liegt darin, dass wir nicht nur an der politischen Front dafür kämpfen müssen, dass ein solches Gesetz wie für die Bestandsdatenabfrage nicht verhindert wird bzw. nicht in Kraft tritt, sondern wir müssen in der Bevölkerung dafür werben, dass es keinen Unterschied gibt zwischen der realen und der digitalen Welt. Wir sind nicht besonders, sondern wir leben mittlerweile in zwei Räumen. Wir leben in der Online-Welt und wir leben in der Offline-Welt. Und wir können nur Mehrheiten gewinnen und überzeugen, wenn wir vorleben und sagen, wir sind nicht die Nerds in irgendeiner Ecke, sondern das ist eine neue Welt, die sich aufgetan hat und auf die müssen wir genau dieselben Grundsätze anwenden, wie im realen Leben auch. Es ist heute Morgen schon mal angesprochen worden. Für mich ist es immer, ich bin Jurist, für mich ist es immer sehr gut, bei neuen Gesetzen, die in Freiheitsrechte eingreifen, die teilweise auch erforderlich sind, aber es braucht eine Rechtfertigung dazu. Wenn man einen direkten Vergleich anstellt zwischen Maßnahmen in der realen und in der Online-Welt, und da kann man die Wohnungsdurchsuchung sehr schön hernehmen. Ich meine, eine Wohnungsdurchsuchung ist in einem Rechtsstaat erforderlich. Es ist ein Eingriff in ein Grundrecht, aber es gibt eine Rechtfertigung dazu. Und genau dieselben Grundsätze sollen angewendet werden und müssen angewendet werden auf die Online-Welt. Und wenn das die Bundesregierung nicht kapiert, dann muss es bedauerlicherweise die letzte Instanz, die auf diesem Gebiet sehr konsequent ist, durchziehen. Und das ist das Bundesverfassungsgericht. Ich hoffe allerdings, es kommt nicht so weit. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Bim und ich bin Pirat. Danke dir. Da gebe ich dem BIM völlig recht. Wir kämpfen für Menschenrechte sowohl im digitalen als auch im
Offline-Bereich. Und Privatsphäre ist ein Menschenrecht, auch im Internet, dafür kämpfen wir. Und jetzt der nächste Beitrag. Hallo, mein Name ist Ralf Wahinger. Es ist von meinen Vorrednern schon angesprochen worden. Also was ich mir wünsche, das ist, dass die Offline-Welt und die Online-Welt, dass das Bewusstsein für Datenschutz und für Freiheit, dass da das mehr zusammenkommt. Weil ich weiß noch von früher, bin auch schon älteres Semester, dass viel von den Grünen, von den Linken dafür gekämpft worden. Und leider stelle ich heutzutage fest, dass sowohl die Grünen und die Linken grundsätzlich auch auf der gleichen Linie wie die Piratenpartei sind, nur leider ein bisschen noch nicht ganz im IT-Zeitalter, im digitalen Zeitalter angekommen. Und da finde ich es von der Piratenpartei gut, dass die das politische Bewusstsein für das digitale Zeitalter in die Parteienlandschaft gebracht haben. Und als Abschluss wünsche ich mir, dass die Linke als Partei, die Grünen und die Piratenpartei vielleicht ein bisschen besser in überhaupt zusammenarbeiten. Gut, danke. Danke sehr. Das stimmt. Bei dem Gesetz haben, wie gesagt, die Grünen und die Linken im Bundestag dagegen gestimmt. Und wenn es eine Piratenfraktion im Bundestag gegeben hätte, hätte sie sicherlich auch gegen dieses Gesetz gestimmt. Nehme ich mal an, vielleicht kommt es ja bald dazu. Wer weiß.